Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Martin. Ich bin Produktmanager Drehen bei der Seratizit. Ich begrüße Sie hier aus der Tooling Academy in unserem Forschung- und Entwicklungszentrum in Reutte in Tirol. Und ich möchte Sie heute gerne mitnehmen, Ihnen ein revolutionäres und neues, innovatives Produkt im Drehen näher zu bringen. Das Drehen hat sich im Prinzip seit Hunderten von Jahren nicht wirklich verändert. Stellen Sie sich ein Bauteil vor, das mehrere Konturen hat und das Sie herstellen müssen. Oftmals ist es so, dass Sie für jede Kontur ein eigenständiges Werkzeug mit einer Wendeschneidplatte, einem damit festgelegten Anstellwinkel und einer eigenen Spanleitstufe bzw. Eckenradius benötigen. Unter dem Strich bedeutet das sehr viele Werkzeuge, hohe Rüstkosten und generell viele Kosten zur Erzeugung Ihres Werkstückes. Sicherlich, in den letzten Jahren gab es Innovationen im Markt, die auch ein Stück weit die Grenzen wieder verschoben haben. Bei manchen dieser Innovationen fährt man jetzt lediglich vom Futter weg nach vorne vom Bauteil und nicht mehr klassisch vom Beginn des Bauteiles zum Futter nach hin. Speziell für das Thema der Drehfräszentren haben wir das High Dynamic Turning entwickelt, kurz genannt HDT. Innerhalb dieses Verfahrens, und wir glauben, das ist die Zukunft, werden nicht mehr nur statische Werkzeuge wie einer klassischen Drehmaschine verwendet, sondern hier geht es um dynamische Werkzeuge. Eines dieser dynamischen Werkzeuge ist unser Freeturn hier. Wie Sie sehen können, wird der Freeturn wie ein Monoblock-Werkzeug mit äußerst schlankem Schaft und einer aufgeschraubten Wendeschneidplatte sehr einfach gehalten. Dieser Freeturn hier mit dieser Wendeschneidplatte hat drei Schneidkanten, wozu zwei Schneidkanten zum Schruppen ausgelegt sind, eine Schneidkante ist zum Schlichten ausgelegt. Sicherlich können Sie daran jetzt schon erkennen, dass wir mit diesem Werkzeug in der Lage sind, eine ganze Reihe an Operationen und anderen Werkzeugen innerhalb der Maschine nur mit diesem Freeturn abzudecken. Zur Demonstration von diesem Freeturn haben wir hier ein schachfigurenähnliches Werkstück, das wir mit dem Freeturn mit der Technologie HDT bearbeiten möchten. Aber sehen Sie sich das selbst an. Hier an der Maschine ist das Erste, was auffällt, dass das Werkzeug hinten an der Frässpindel sitzt und nicht klassisch normal über einen Revolver angesteuert wird. Somit können wir über die Frässpindel gesehen einen Freiheitsgrad von 360 Grad nutzbar machen und können somit den Freeturn höchst flexibel in jegliche Richtung mit anstellen. Durch die Rotation in der Y-Achse lässt sich der Freeturn in jeden Anstellwinkel ans Werkstück anstellen. Selbst innerhalb des Prozesses kann der Anstellwinkel dadurch auch variiert werden, was für uns persönlich ein besonderer Vorteil des Freeturns darstellt. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, unser Freeturn arbeitet nicht wie das klassische Drehen in der XZ-Achse, sondern wir bewegen uns hier in der YZ-Ebene. Diese Ebene, gerade diese Anstellung, ermöglicht es uns, die volle Freiheit des Freeturns auszunutzen. Das High Dynamic Turning, so wie wir es erfunden haben und uns erdacht haben, schlägt das klassische Drehverfahren in puncto Effizienz und Flexibilität um Länge. Habe ich auf der einen Seite viele Werkzeuge, habe ich auf der anderen Seite nur einen Freeturn, mit dem ich mein Bauteil nahezu komplett bearbeiten kann. Wir nennen diese Technologie HDT, das steht für High Dynamic Turning. Und mit unserem Freeturn Made by Seratizit können wir der Zukunft des Drehens unserer Meinung nach mit den dynamischen Werkzeugen sehr gut begegnen.